Was geht ab, Team Smile Dogs? Ich bin Swing Steven. Herzlich willkommen zu einem neuen Workout, und zwar dem BTB Workout, dem Brust-, Trizeps-, Bauch-Workout. Wir beginnen direkt. 40 Sekunden arbeiten, 20 Sekunden Pause. Ihr könnt es zu Hause nachmachen. Viel Spaß. Let's go. So, 20 Sekunden Pause, wir machen drei Sätze von jeder Übung, schön ausschlafen und dann geht's gleich weiter. Immer schön in Bewegung bleiben, Freunde, damit ihr nicht kalt werdet. Dann können wir direkt weitermachen. Let's go! Viel Spaß beim Lernen. Das ist schon echt krass. So, meine lieben Freunde, erste Übung ist durch, Burpees, ihr hört es, ich atme richtig schwer, hat also richtig reingefetzt, meine lieben Freunde, zieht es bis zum Ende durch und danach nehmt euch die Pause, die ihr benötigt, weil pausieren ist auch ganz, ganz wichtig. Wir machen jetzt weiter mit der zweiten Übung, ein bisschen Liegestütze für die obere Brust, let's go. Dafür nehmt ihr euch eine Erhöhung, wie zum Beispiel hier, und danach Hände rauf und fetzen. 40 Sekunden, dreimal. Atmen nicht vergessen, Freunde, ganz wichtig. Wieder 20 Sekunden Pause, 40 Sekunden sind um. Immer schön locker bleiben, in Bewegung bleiben. Und dann ziehen wir gleich die nächsten 40 Sekunden durch. Weiter geht's.
genauso, meine lieben Freunde. Die Brust müsstet ihr jetzt schon fühlen. Es kommt so ein kleiner Pump rein. So ein A-Körbchen müsstet ihr jetzt haben. Und immer schön locker bleiben. Und dann mach ich gleich die letzten 40 Sekunden nochmal alles geben. Alles, komplette Power. Jetzt nur, meine lieben Freunde. Komplette Power. Zweite Übung durch, Liegestütze, wieder kurze Pause nehmen, meine lieben Freunde, oder so lange Pause, wie auch immer braucht, und dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Übung. So, meine lieben Freunde, dritte und nächste Übung, kurz zur Nummer 3. Ich habe Ihnen gerade so 3 Minuten Pause gemacht, nehmt euch also die Zeit, die ihr braucht. Jetzt machen wir weiter, schön Trizeps drücken für die Trizeps hier. Der müsste auch schon richtig auf Pump sein bei euch, deswegen legen wir jetzt direkt los und machen weiter mit den Trizeps. Für die Leute, die es ein bisschen einfacher haben wollen, die winkeln ihre Beine ein bisschen mehr an. Für die Leute, die es ein bisschen schwerer haben wollen, die machen das hier ganz ausgestreckt. Ich mache es jetzt einmal vor mit den etwas leichteren 40 Sekunden. Let's go. Versucht runter, bis auf die Beine hier den Winkel mit reinzunehmen und schön aus dem Trizeps rauszukommen. Wenn ihr es schwerer haben wollt, wie gesagt, Beine einfach. Muskelgefühle spürt, immer schön locker bleiben, meine lieben Freunde, nicht kalt werden. Wir haben 20 Sekunden Pause jetzt gleich, die auch voll ausnutzen. Und dann gehen wir wieder runter und rein und ziehen das komplett durch heute. Das Workout ziehen wir komplett durch, meine lieben Freunde. So, immer schön locker bleiben. Beine auflockern, ihr habt gesehen, die waren ein bisschen aufanstrengend. Hier müsst ihr spüren jetzt. Hier in dem Trizeps, der müsste sich hier bewegen bei euch. Mal schön raufklatschen, damit ihr wisst, die Arme sind noch da. Kann sein, dass es sich so anfühlt, als wenn die Ärmchen nicht mehr dran sind. Aber sie sind auf jeden Fall noch dran, meine lieben Freunde. Wenn wir schön locker bleiben, oder machen wir gleich. Letzter Satz, letzte Wiederholung. Einmal alles geben. Kommt, meine lieben Freunde. Let's go! Utsch. Atmen auch hier nicht vergessen. Ich sage immer gerne Utsch. Nur auf den Arm arbeiten, meine lieben Freunde. Nur mit dem Arm hier so schön hochdrücken. Und bam. 90 Grad. Und bam. 90 Grad. Und bam. So schön brennen hier. So, meine lieben Freunde. Das war die dritte Übung. Jetzt wieder ca. 3 Minuten Pause machen. Und dann gehen wir zur letzten Übung. BTB. Schön die Bauchmuskulatur, meine lieben Freunde. Let's go. So, meine lieben Freunde, kommen wir zur letzten Übung unseres BTB-Workouts. Wir haben die Brust komplett auseinandergenommen. Der Trizeps sieht auch gut aus, meine lieben Freunde. Fehlt nur noch unser Bauch.
Deswegen habe ich hier schon eine Matte geholt und ich würde sagen, wir legen direkt los. 3x40 Sekunden, nochmal alles geben, meine lieben Freunde. Wir machen hier alles, wir machen hier was für die seitlichen Abs. Let's go. Gut, gut. Hier immer schön die Ferse anfassen. Dabei muss der Oberkörper oben bleiben und dann nicht vergessen zu atmen. Oberkörper schön oben bleiben. Man sagt, einen Punkt oben suchen und dann fällt es einem einfacher, als wenn man einen Punkt nimmt, der irgendwo vorne ist. Und dann schön hier 40 Sekunden durchziehen. Und immer schön die Bewegung. Gut. Höhere Füße, dann könnt ihr, dass ihr das wirklich durchgezogen habt und nicht irgendwie gecheatet habt, Oberkörper oben lassen und atmen. Damit der Bauch sich etwas öffnet. Wir haben nicht genug Zeit, um aufzustehen. 20 Sekunden. Ein- und ausatmen. Und dann in der nächsten Runde nochmal Power geben. Hier ein bisschen was lockern. Und weiter geht's, meine lieben Freunde. Let's go. Immer schön hier die Fersen berühren. Immer schön Oberkörper oben lassen. Und mitnehmen. Mitgehen. Wieder einen Punkt oben suchen, dann zieht es auch im Nacken nicht zu gehen. Und schön hier rein an die Seite. 40 Sekunden Powerplay, durchziehen komplett. Und Oberkörper oben lassen. Und 20 Sekunden Pause, meine lieben Freunde. Arme nach ausstrecken, nach oben. Spannung lösen und dann gleich die letzten 40 Sekunden wollen wir nochmal alles geben. Die letzten 40 Sekunden, meine lieben Freunde, des Workouts. Nochmal alles geben. Und nochmal kurz Arme ausstrecken. Bereit machen. Let's go, meine lieben Freunde. Letzten Sekunden. Letzten 40. Komm. Oben einen Punkt suchen. Die Beine schön anziehen. Und die ganze Bewegung. Ganz range. Hört sich so gut an, ohne irgendeine Pause. Atmen nicht vergessen. Und das war's. Einmal hochkommen. So, meine lieben Freunde, das war das BTB-Workout. Brust, Trizeps und Bauch. Komplett zerstört. Ich bin wirklich kaputt. Ihr könnt es hören. Probiert es zu Hause gerne auch, wenn ihr nicht mal viel Zeit habt. Einfach 15 Minuten kurz Video anschmeißen, BTB ballern und dann hier schön Pump abholen. Und dann sieht ihr gut aus für den Sommer.